Die Lobetal-Arbeit unterstützt knapp 900 Menschen mit Beeinträchtigung in einer echten Gemeinschaft. Man trifft sich, man geht auch in die Buberklause oder so und uns Allerteil-Kaffee, ja, und es ist einfach schön. Seit mehr als 75 Jahren steht das diakonische Unternehmen für gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbestimmung der Bewohner. Und dazu gehören auch Liebesgeschichten. Das Rezept gibt nicht. Durchhalten. Und das hat meine Freundin ja gemacht. Wir haben durchgehalten. In guten und in schlechten Zeiten. An 7 Standorten in den Landkreisen Celle und Heidekreis gibt es nicht nur Platz zum Leben und Arbeiten, sondern eine echte Heimat. Wie Brüder und Schwester hier. Komm, Mausi, wir müssen Kaffee kochen. Bei Heiko und Marianne Armbrust startet der Tag so, wie in vielen anderen Ehen auch. Also wir brauchen morgens immer erst einen Kaffee, damit ich wach werde, sonst braucht man mich gar nicht ansprechen. Sonst geht das im Kopf noch nicht. Genau, also. Und ich brauche auch immer ein bisschen. Als junge Erwachsene kommen beide zur Lobetal-Arbeit, leben und arbeiten hier und finden die Liebe. Seit 30 Jahren kennen sie sich, sind inzwischen 25 Jahre verheiratet und ein eingespieltes Team. Nee, wir teilen uns die Hausarbeit. Ja. Einer macht unten die Wäsche, der andere macht oben hier oben. Ich dekoriere gerne, weil ich ja die Deko-Queen bin. Es gibt Tiefen und Höhen, also wir haben schon einiges durch, ne? Ja. Aber Gott sei Dank haben wir Hilfe gekriegt. Und uns immer wieder zusammengerauft. Genau. Ne? Und das ist ja auch wichtig. So, der Kaffee kommt. Ihre wohl größte Hilfe ist Mitarbeiterin Anja Zerbe. Sie steht dem Paar und vielen anderen Bewohnern im alltäglichen Leben mit Rat und Tat zur Seite. Das reicht von einfach mal Kaffee trinken, über Beratung bei Finanzen und Begleitung der Ehe, bis hin zum Urlaub oder einem Einkaufsbummel. Ich brauche mal ein neues Geschirr, Beispiel. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade dieses Geschirr gekauft. Genau. Genau, dann sind wir losgefahren und meistens verbinden wir das dann auch nochmal mit dem Kaffee, sodass wir uns nochmal gemütlich hinsetzen, ein bisschen klönen einfach. Genau. Und ja, grundsätzlich ist es einfach so, dass da, wo es gewünscht ist, dass wir einfach dann auch da sind. Und wir sind auch dankbar, dass wir das haben, weil sonst wären wir verloren gegangen, glaube ich, oder untergegangen. Die Lobetal-Arbeit schafft Sicherheit. Deswegen gibt es je nach Unterstützungsbedarf verschiedene Wohnformen. In diesem Haus leben die Bewohner sehr selbstständig, bekommen aber Hilfe, wenn diese nötig ist. Heinz und Ines Kuhlmann wohnen direkt nebenan. Auch sie haben sich auf dem Gelände in einem Café kennengelernt. Was folgt, ist ein romantischer Heiratsantrag. Ich habe gesagt, Ines, ich möchte dich ganz gerne heiraten. Und da hat Ines gesagt, ja, möchte sie. Und dann habe ich sie einen Kuss gegeben. Beide Paare heiraten groß und romantisch mit Unterstützung vieler Mitarbeiter und Bewohner. Stark. Stark. Ja, echt. So sah ich aus. Noch heute erinnern sie sich gut an diesen besonderen Tag. Wie aufgeregt ich da war. Mann, ich hatte Durchfall, ich musste Kohletabletten nehmen und Bananen. Mein Körper hat so verrückt gespielt und ich habe gezittert vor lauter Aufregung und Freude. Wirklich. Ich habe so gezittert und ehrlich. 25 Jahre Ehe haben alle vier bisher geschafft. Und diese Silberhochzeiten werden wieder groß gefeiert. Mit allem, was eben dazugehört. Das sind Erinnerungen, die werde ich nie vergessen. Ich hatte vorher Schmetterlinge im Bauch, wie verrückt. Ich habe unruhig geschlafen, ich konnte schon kaum noch essen. Ich war so innerlich aufgeregt, das gibt es überhaupt nicht. Für Heinz bietet der Abend schon im Vorfeld ganz besondere Herausforderungen. Denn Ines hat konkrete Vorstellungen an ihren Hochzeitstag. Seit 25 Jahren, ich habe mich nicht mehr getanzt. Und dann sage ich auf einmal zu Ines, ja Heinz, wir müssen noch unbedingt einen Hochzeitstanz machen. Ich sage, oh Ines, das geht nach hinten los. Das geht nach hinten los. Und dann hat meine Frau gesagt, das kriegen wir hin. Ich sage, oh Ines, nie und nimmer. Dann habe ich geübt mit ihr. Und das mit Erfolg, genau wie die Ehe. Ja, in guten und schlechten Zeiten. Bis uns der Tod uns scheidet. Ja, und somit sind wir zusammen. Ja. Und wir sind 25 Jahre mit ihr und ich habe das heute nicht bereut. Ich bin so mit ihr so glücklich verheiratet, ist Wahnsinn. Und ich liebe sie richtig. Wie zum ersten Mal. Ersten Tag. Oder ersten Tag.
Nicht jeder findet diese große Liebe, doch auch der Lobetaler Arbeitsmarkt bietet viele Möglichkeiten zur freien Entfaltung. Je nach Beeinträchtigung und Vorlieben können die Bewohner in verschiedenen Werkstätten und anderen Bereichen der Lobetalarbeit anpacken. Bei Bedarf auch wechseln, bis der Traumberuf gefunden ist. Zum Beispiel im Wohnbereichen haben wir integrierte Arbeitsplätze bei unseren Handwerkern, beim Gebäudemanagement, bei den Elektrikern, bei den Tischlern, bei den Malern. Wir versuchen für jeden quasi den Arbeitsplatz zu finden, den er braucht. Heiko braucht es heute etwas ruhiger in der sogenannten Industriemontage. Vor Corona hat er in einer Wohngruppe mit stärker beeinträchtigten Bewohnern die Mitarbeiter unterstützt. Ich habe das wegen den Bewohnern, den Menschen da getan, weil das hat mir unheimlich Spaß gemacht und viel gebracht auch, ne? Und die mochten mich auch, die haben mir das gezeigt, immer, den sie gefragt haben, Heiko, kommst du morgen wieder? Ich sage, klar komme ich morgen wieder. Und das ist einfach schön, wenn man so eine Rückmeldung kriegt, dass die sich freuen, ne? Aber jetzt bin ich hier und ja, das macht mir hier auch Spaß. Seine Frau hat ihre Erfüllung im Allertal-Café auf dem Gelände gefunden. So, Herr Jakob, deine Suppe. Oh, ich bedanke mich auch. Oh. Dann guten Appetit, ja? Dieser Arbeitsalltag mit Verantwortung bereichert ihr Leben. Die Gäste freuen sich immer, wenn sie toll begrüßt werden oder Hilfe brauchen oder bedienen. Es kommt immer darauf an, welche Gäste und wie drauf ich auch bin und die auch. Egal ob Arbeiten, Wohnen oder Freizeitangebote, bei der Lobetalarbeit gibt es viele Möglichkeiten, sein Glück zu finden. Den Silberpaaren ist das anscheinend gelungen. Werde ich weg, habe ich gesagt. Ich könnte mir das woanders gar nicht vorstellen. Nein. Ich finde das hier, das ist wie eine Gemeinschaft hier. Zwischen dick und dünn. Wir halten zusammen. Und wir halten zusammen, wir sitzen alle in einem Boot und das ist hier eine gute Gemeinschaft. Deswegen bin ich ja froh, dass ich hier wohne. Ja, ich auch. Und das ist hier in Celle das oberste Ziel, eine Heimat zu schaffen, die Sicherheit gibt. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.